Warum lassen die einen sich so sehr auf Gott ein, während andere ihn nicht dabei wähnen, wenn sie belastet sind? Paul Gerhardt schreibt in einem Lied: Ist Gott für mich, dann lass doch noch mehr Widerstand gegen mich sein. Es liegt hinter mir. Es ist wirkungslos. Nichts kann mich trennen von dieser Liebe. Nichts auf der Welt darf zwischen uns stehen. Er ist gestorben um meinetwillen. Ich bin versöhnt, ich kann bestehen. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mit. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der Feinde und Widersacher Rott? Nichts, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir mein Herz. Die Hölle und ihre Flammen sind mir nur ein Scherz. Kein Urteil mich erschreckt, kein Unheil mich betrübt, weil mich mit Flügeln deckt mein Heiland, der mich Menschen, die ein Leben mit Gott als die einzige Lebensform erkennen, erleben, wie sie bei unscheinbaren Tätigkeiten, sagen wir mal Kochen, Gartenpflege, Kindererziehung, beim Nähen, Autopflege, während der Ausbildung, beim Konsumieren, also eben bei allem äußerlichen Tun, erleben, völlig voller Liebesbegehren und blinden sich auf Gottsein ausgerichtetes Dasein. Sein Geist wohnt mir im Herzen, regiere treibt mir Sorgen und Schmerzen, nimmt alle Kummer hin, gibt Segen und Gedeihen dem, was er in mir schafft, hilft mir das aber Schreien. Sagt, dich will ich lassen sorgen, dem ich mich zugesagt. Es koste Leib und Leben und alles, was ich hab. An dir will ich festkleben und bei vielen hört es sich für mich so an, als ob Christsein immer nur in der Gruppe funktioniert und an bestimmten Tagen. Oder als ob es nur zu bestimmten Zeiten lebbar ist oder wenn man keine Sorgen hat. Ich lese Berichte von Menschen, die ihr Leben in der Kraft der einenden Liebe, der Vereinung göttlichen und menschlichen Willens beschreiben, die erleben, wie Gott allein der Herr ist. Wie machen die dies? Wäre in sich schon eine falsch gestellte Frage, denn es ist ja die Kraft der Gnade, worin sich Gott selbst als Gott zu erkennen gibt. Christsein ist, niemanden anders zu kennen als Gott allein, aber mit diesem Gott jeden lieben zu können, dort wo er gerade mit seinem Leben steht, auch wenn wir selbst gerade abgelehnt werden, weil Gott kennt ihn. Und deswegen erkennen wir es auch, was die Situation gerade ist. Oder aber auch, wir erkennen uns einander in ihm. Dies
Beschreib das befreite Leben, befreit von selbst auferlegten Gesetzen, um eine Beziehung mit Gott oder dem Nächsten herzustellen oder erhalten zu müssen. Gerade letzte Woche lernte ich Menschen kennen, die sich ein Leben mit Gott nur dann vorstellen können, wenn ihre Umstände ihnen es erlaubten. Und ich lernte Menschen kennen, mit denen ich ohne Vorrede sofort tief verbunden, obwohl man sich gar nicht kennt und obwohl man über Sorgen um die Familie spricht, man weiß von Gott, der in unserer Mitte ist und unser Herr ist. Gnade. Richtig verstanden ist dann keine Bedrohung mehr von einem Gott, der mich hoffentlich begnadigt, meine Gebete erhört, mein Leben sichert. Falsch verstandene Gnade hat großes menschliches Eigenwerk, ein Frömmigkeitsverhalten, wobei man sich nie sicher sein kann, ob Gott es überhaupt wahrnimmt. Gnade, aus Gnade indiziert, ist die Zeugung, Geburt eines Christseins, das auf das Kreuz Christi gegründet, auf die Sohnschaft Gottes, auf seine Gebete, auf sein Leiden, auf seinen Sieg gegen den inneren Krieg einer rivalisierenden Persönlichkeit. Meine Lippen bebten, doch es half mir nichts, es half mir nichts. Mein eigenes göttlich Schweben, ist das Ziel noch nicht, das Ziel noch nicht. Was bat ich innig lange nach Erlösung, frei von Schuld. Es half mir nichts, es half mir nichts, zerrissen bin ich in mir selbst, wo du nicht ich und dich du selber bist. Lass mich deinen Herzschlag spüren, lass mich meine Seele an dich verlieren, bei tausend Gaben deine Kraft auch habend, bin ich noch so weit entfernt von dir, hilf mir hinein in dein Sein, lass mich immer kleiner und dann nicht mehr, gar nicht mehr sein, sondern in Einheit und will los in dir. Mir an Gott wichtig ist, Jesus zeigt, was besser ist, was in meiner Seele richtig ist, Jesus bezeugt, was mir gebricht, nicht mal, dass ich wiedergeboren bin, macht in ihm den letzten Sinn, wo du nicht ich und ich du selber bist. Lass mich deinen Herzschlag spüren, lass mich meine Seele an dich verlieren. Bei tausend Gaben deine Kraft auch habend, bin ich noch so weit entfernt von dir. Hilf mir hinein in dein Sein, lass mich immer kleiner und dann nicht mehr, gar nicht mehr sein, sondern in Einheit und will los in dir. Kannst du nur alles mir sein, nicht mehr nur Worte, nicht mehr nur Gefühle? Wann wirst du nur selbst einen Platz in mir finden, wo du ich, wo du ich, wo du ich und ich selber bin? Lass mich deinen Herzschlag spüren, lass mich meine Seele an dich verlieren. Bei tausend Gaben deine Kraft auch habend, bin ich doch so weit entfernt von dir. Hilf mir hinein in dein Sein, lass mich immer kleiner und dann nicht mehr, gar nicht mehr sein, sondern in Einheit und will los in dir. Thank you.
deinen Herzschlag spüren. Lass mich meine Seele bei tausend Gaben deine Kraft auch habend, bin ich noch so weit entfernt von dir. Hilf mir hinein in dein Sein. Lass mich immer kleiner und dann nicht mehr, gar nicht mehr sein, sondern in Einheit und Willenlos. In Einheit und Willenlos in dir. Lass mich deinen Herzschlag spüren. Lass mich meine Seele an dich verlieren. Bei tausend Gaben deine Kraft auch haben, bin ich noch so weit entfernt von dir. Hilf mir hinein in dein Sein. Lass mich immer kleiner und dann nicht mehr, gar nicht mehr sein, sondern in Einheit und Willenlos in dir.